Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen! Alle gut drauf? So nämlich! Zu Schlag den Star, dem brillanten Videospiel, mit Dennis und mir. Ja, wir machen das. Wir spielen heute gegeneinander. Also fertig. Ladies and Gentlemen, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich wollte euch nur ganz kurz sagen, den Sound habe ich bei diesem Video sehr weit runtergepegelt, sehr leise gemacht. Denn irgendwas ist damit kaputt gegangen. Ich kann es euch leider nicht sagen. Manchmal spielt die Technik einfach verrückt und der hat eine ganz, ganz schlimme Qualität. Deswegen habe ich den Sound so leise wie möglich gemacht, dass man nur ganz leicht was im Hintergrund hört. Und deswegen nicht wundern, bitte. Ich habe auch darüber nachgedacht, das Video gar nicht zu bringen, einfach wegzuwerfen. Aber ich fand das Battle dann doch zu spannend und gut, um es euch vorzuenthalten. Also ich hoffe, das ist in Ordnung und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Emma versus Marie, Sabine, oder wie die hieß. Marie. Sabine, austauschbare Gesichter. Wir haben das, also ich habe das schon mal gegen Jay gespielt, war ganz witzig. Wir spielen in einem Best of Three gegeneinander. Und jetzt beginnt sofort die Show. Sind wir denn die Stars? Ja, wir sind die Stars. Wir spielen gegeneinander. One on one. Wer ist denn Marie? Ja, keine Ahnung. Guck mal, wie geil animiert die da weglaufen. Also erwarte jetzt hier kein Premium-Game-RAM mehr. Ey, das ist, wie war das nochmal mit Bernd und Elton und Kai Pflaume, das Spiel? Ich habe vergessen, wie das heißt gerade, mit dem Quiz da. Ja, wer weiß denn sowas? Sowas in ja, die genau. Richtung. Okay, wir machen Lattenschießen. Das kenne ich. Ja, das hatte ich, glaube ich, mit Jay letztes Mal auch. Was für ein Quatsch. Das habe ich gesehen. Ihr werft abwechselnd mit Eisstöcken auf 12-Punkte-Tafeln am Ende der Eisbahn. Diese müssen mit dem Griff des Eisstocks umgeklappt werden. Ihr bekommt dann die jeweils auf der Tafel stehenden Punkte gutgeschrieben. Tafeln, welche einmal umgeklappt sind, wird diese Runde aus dem Spiel. Bei zwei Tafeln zählt nur die mit der niedrigeren Punktzahl. Wer nach 10 Würfen die meisten Punkte hat, gewinnt die Runde. Wer zuerst 3 Runden für sich entscheiden konnte, gewinnt das Spiel. Okay. Aber guck mal, sogar Standing Ovations, Alter. Spulst du jetzt gleich wieder? Ja. Das ist ja voll blöd, dass jetzt das gleiche Spiel kommt, aber gut. Okay, ich muss anfangen. Ja. Ich bestimme jetzt erstmal die Breite. 12 ist jetzt diesmal gar nicht ganz rechts. Oh, was? Das Spiel ist absoluter Bullshit, jetzt schon, ne? Als wenn das überhaupt möglich ist. Verhungert. Oh, der kommt gar nicht an. Ja, der kommt gar nicht an. Das hat es eine Nullnummer für uns beide zu Beginn. Sehr gut. Ja, also, warum bleibt denn der jetzt nicht liegen? Ja, der muss ja nicht liegen bleiben. Was ist das? Alter. Dann nochmal da genau durch. Das schön. Kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Was ist das denn jetzt hier? So. Das war ja komplett Ufalo, ey. Das kann nicht wahr sein. Oder das ist nicht schlecht. Oh, jawohl! Das kann nicht wahr sein! Getroffen, die Zahl klappt um! Mein Gott! Und die Menge tobt! Standing Ovations, Alter! Guck's dir an, Feders! Achso, Entschuldigung, ich muss Vorsprung drücken. Ja, musst du nicht, du kannst das auch mal genießen, ne? Alter, 12 Punkte sind schon krass. Jetzt ist auf jeden Fall Druck jetzt hier. Oh, die 3 gehören dir. Ich gönn mal die 3. So eine Scheiße, ey. Ah, die 3 gehören dir, das ist in Ordnung. Okay, so, und... das sind 8. Jawohl, Alter, 20 Punkte schon, das ist schon nicht schlecht. Das ist richtig gut, das ist richtig gut. Wie soll ich denn das schaffen? Alter, guck mal, die Menge rechts, guck mal, wie sie am Ausrasten sind. Erstmal wieder hinsetzen. Oh, ja, 4, okay. 4 ist nicht gut genug. Das machst du ja mit einem. Das, was ich insgesamt habe. Ich habe nur noch eine Chance. Ich hab schon keine Chance mehr. Ich kann diese Runde gar nicht mehr holen. So, und jetzt gönne ich mir noch die 11, jawohl. Sag mal, bist du irgendwie, wieso bist du so gut da drin? Die Menge tobt. Ey, das gibt's doch nicht. Nee, du musst halt 2 Tasten drücken. Mal krass den Tasten drücken. Alter. So, komm. So, komm, jetzt noch die 10. Kann nicht wahr sein. Du musst halt 2 Tasten drücken. Ja, das stimmt natürlich, du musst 2 Tasten drücken, aber wieso... Oh, ne, ist die 2, okay. Wieso drückst du diese 2 Tasten so viel besser als ich? Ja, ich drück halt krass ab. Okay, wir beginnen von vorne. Die Runde ging an dich, vielleicht hätte ich da nicht überspringen müssen. Wo ist die 12? Ja, die ist jetzt da vorne.
Nein, das wird nicht die 12, die 5. Okay. Ja, ach, schon. Dann ja, nicht gut, Kacke. Standing Ovations habe ich auch bekommen. Oh, das sieht auch ganz gut aus. Oh, ey, yeah, baby! Klappt die 12 um, Alter. Alter, Junge, sie gehen voll ab. Guck mal, sogar jetzt mit Studio-Sound. Alter, dieses Spiel ist wirklich... Guck mal, ist auch einfach wieder... Wie gelangweilt ich gucke. Oh, oh. Da haben wir die 11. Nur das ist knapp. Ah ja, ich krieg auch mal Standing Ovations hier. Guck mich dir an. Ja, zu Recht auch. Aber ich frage mich gerade, warum du nicht einfach mal stehen bleiben, dieses ganze Aufstehen wieder hinsetzen. Muss mega anstrengend sein. Wieso heißt denn das eigentlich Lattelschießen? Da läuft die, in der Laufschrift ist die ganze Zeit Lattelschießen. Ja, vielleicht, damit das nicht so doof klingt. Ja, die 8 nehmen wir mit. Ah, okay. 8 sind gut. Muss ich jetzt aber mal die 10 holen. Wie abgefuckt, ne? Die da links auch die ganze Zeit gucken. Oh, das ist die 3, oder? Nein, das ist die 10! Jawoll! Junge, jetzt geht's hier los, ne? Super! Guck dir die mal auch an, dass sie deine Sabine, die du da hast, ey. Oh, no! Oh, das ist 0! Aber ich verstehe, warum du auf links gegangen bist. Das ist schon clever insgesamt, weil dann ist die Chance nicht so hoch, eine Nullnummer zu holen. Ja, habe ich trotzdem geholt. Ja, das ist richtig. Wo ist jetzt die 1? Ja, eine 1 ist besser als 0. Das ist richtig. Oh, guck mal, spürst du die Spannung hier in diesem Studio? Ey, das ist auf jeden Fall gerade jetzt, hier sind alle still. Oh, rechts dann vorbei, rechts dann vorbei. Ja, jawohl. Das kann nicht wahr sein. Oh, eine Nullnummer auch für dich. Oh, das finde ich gut. Ja, das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Oh! Ah, nehmen wir mit. So, dein letzter. Der Druck ist groß. Okay, komm. Volle Power! Ja, nein! Sehr gut. Okay. Scheiße. Das sah doch gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus! Scheiße. Oh, da hab ich es geschafft, die Zahl umzuklappen. Oh, nice. Ein Uf-Passe. So eine Kacke. Da end ich da auf den 2-0. Da hab ich ihn abgeschenkt, würde Jonathan William Moritz sagen. Da hast du ihn abgeschenkt nochmal. Wieso muss ich denn jetzt noch eine Runde spielen? Ich hab keine Chance mehr. Doch, ist doch jetzt erst 3 gewinnt, oder? Ach so. Oder nicht? Nee, oder wer zink? Ich weiß gar nicht. Oh, genau durch. Schade. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Da war eine 9, oder? Das sieht aus wie eine 9, ist so. Ah, das ist die 5, scheiße. Das ist die 5. Ja, mach mal die geilen Kamerashot wieder, ganz wichtig auch. Die 3? Ja, ich wollte dringend die 3 haben. Na, ist klar. Oh, und ich gehe genau dazwischen, Junge. Uhu. Oh. Ah, oh, dann gönnt sich die 9. Ja, 9 ist okay. Ja, 9 ist schon stark. Das sind auf jeden Fall der hohen Zahlen hier. Oh, Alter. Das leckt mich am Zöpflänzt. Das flänzt. Nee, nicht dazwischen. Alter, das destroyt mich ja komplett. Das war ja mal Knäppkes. Selbst wenn ich jetzt die 12 und die 11 bekomme, kann ich nicht mehr gewinnen. Ja, die Runde geht an mich. Ja, mal ein bisschen was tryen, wa? Ah, das war... Ja, nimmst du mit. Also hier ist noch nicht gegessen. Hm? Oh, jetzt gönnst du noch die 12, oder was? Nee, viel zu weit. Das ist auch voll schwierig, sich zu merken, wo man das genau hinmachen muss. Auch schon zu weit. Das, okay, ja. Ja, das ist deine Runde auf jeden Fall. Ja, ist noch nicht vorbei.
Return of the Pillar. Das ist die. Oh, er gönnt sich direkt die 12. Direkt demonetarisieren, genau. Wenig Moral halt. Oh, die 10 ist aber auch stark. Ah, nehme ich mit. Also ganz ehrlich, warum machen wir mal so eine Vorsprungfunktion rein? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist die. Das ist die 8. Scheiße. Okay. Das ist null. Oh. Aber du kannst auch noch null machen. Jetzt zum Beispiel. Scheiße. Ja. Fuck. So. Ah, okay. Besser als nix, ne? Gut, das ist die 6. Okay, 26. Das ist 14 Punkte vor dir. Ah, wenn du die 11 jetzt holst, das wäre ein Problem. Ich hol das mit die 4. Das heißt, du müsstest die 11 holen nächste Runde, um mich zu schlagen. Ja. Wenn du nichts triffst. Ich treff nichts. Scheiße. Okay, so, komm schon. Schade. Der Griff berührt die Zahl nicht. Das kann nicht wahr sein. Süß, Junge, er macht das einfach. Unter Druck werden Diamanten geboren. Boah, das war aber stark, ey, von dir. Muss er halt wirklich anerkennen. 27 zu 26 macht er mich hier weg, ey. Nee, weg nicht. Also, ja, das war knapp, da war kein Boden aufwischen. Alter, das sieht gut aus. Maria ist halt auch eine hübsche. Mashallah. So, zuordnen. Okay, das kann nicht so schwer sein. Ihr müsst Pärchen bilden. Es gibt 8 Elemente und 9 Antworten. Es wird also eine Antwort übrig bleiben. Bildet jemand ein falsches Paar, dann ist die Runde sofort zu Ende und der Gegner erhält einen Punkt. Okay. Also wie Daft Punk. Punk Daft, ja. Wait. Das ist alles? Mit wie vielen Punkten gewinnt man denn? Okay, wir lassen vielleicht mal Elton kurz erklären. Jetzt will ich die Stimme hören. Doch, das ist doch Elton. Ich weiß nicht, dass Elton in so ein Synchronstudio gegangen ist, einfach nur ein Buch vorgelesen hat. Alles klar. Gar kein Problem, Peter. Finde ich jetzt blöd. Aha. Wilhelm Busch und Max und Moritz war das doch, oder? Gute Frage. Okay. Okay. Ah, daran bin ich schlecht. Der Prozess von Kafka? Ja, scheiße. Mehr weiß ich nicht.
Boah, das hat man teilweise schon mal gehört. Von wem ist denn Wilhelm Tell? Der Schimmelreiter. Professor Unrat. Boah, ich habe auch echt nicht mehr viel Zeit. Also Wilhelm Tell kennt man, das heißt, ich nehme jetzt auch einen bekannten Namen, wie zum Beispiel Schiller. Ah, gute Frage. Alter, war da breit gelandet. Holy shit. Okay. Ich sag, der Sandmann ist von Heinrich Mann. Schade. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die anderen nicht. Das ist leider falsch. Danke, Elton. Nein. Okay, Professor Unrat war von Heinrich Mann. Der Schimmelreiter war von Theodor Storm. Okay. Okay. Wieso muss ich denn jetzt schon wieder anfangen? Tzatziki ist Griechenland. Okay. Ja. Tandoori, sehr lecker, indisch. Alter, what the fuck, Alter? Wieso kenne ich die alle nicht? Also ich kenne noch Enchilada, Mexiko. Enchilada, Mr. Baby. Ab jetzt muss ich raten. Ich kenne alle anderen nicht. Okay, pass auf. Wir machen mal hier, wir schwingen mal die Klischeekeutel. Chan Muay. Hört sich nach Vietnam an. Also nehme ich das. Scheiße. Was? Echt jetzt? Ich bin lost jetzt. Scheiß die Wand an. Lokro, Kielbasa. Kielbasa kann natürlich noch Japan sein. Kielbasa. Kann das Japan sein? Oder Blini, Polen oder so? So Pelmeni haben die doch. Vielleicht haben die dann, wenn die Pelmeni haben, vielleicht auch Blini. Vielleicht, ja. Nacho? Ich nehme Blini und Polen. Scheiße! Schade. Und Blini sind nämlich... Russland. Fuck. Lokro Argentinien, Kielbasa ist Polen und Natto ist Japan. Okay, keiner. Okay. Du darfst anfangen. Muss eigentlich immer anfangen. Ich fang an. Okay, ja. Kein Problem, kriegen wir hin. Ein solchen kriegen. Guiana, Brisbane, Turin, San Francisco, Vancouver, Budapest, Shanghai, Vancouver, San Francisco, Shanghai, Osaka. Boah, ich hab keine Ahnung. Alter, ist das schwer. Ich hätte keinen einzigen gewusst, ich hätte auch raten müssen. Okay. Wann ist die Weltausstellung überhaupt? Genau weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass einmal eine in Hannover oder Hamburg war und in Paris war die mal. Alter, wollen die mich verarschen hier? Oh, okay. Das ist natürlich auch schwer. Alter. Die Nummer. Ich weiß gar nicht gerade. Wer war denn der Zweite? Ja, deine Mutter. Ich habe keine Ahnung, wer der Zweite war. Ich bin... Okay, sehr gut. Okay. Dann muss doch von all den Leuten... ist doch Nixon der Letzte gewesen. Und dementsprechend muss der dann die höchste Zahl haben. Ja, der gibt voll Sinn, aus der Perspektive zu überlegen. Aus der Perspektive müsste doch dann Roosevelt der davor gewesen. Nein, war es nicht. Dammit, welcher war Eisenhower. Eisenhower nach Roosevelt? Ja, ich meine schon. Eisenhower, ja. Oh mein Gott. Ja, Hoover war sogar noch dazwischen. Holy shit. Den hätte ich, Hoover hätte ich jetzt auch vergessen, ja. Okay, kein Problem. Also. Oh, das machen wir durch. Das machen wir wahrscheinlich echt durch. Scheißegal, komm hier, Robin Schabatzky. Vielleicht machen wir doch nicht durch, wenn ich mir die Sachen gerade so durchlese. Stannis Baratheon, Game of Thrones. Ja.
Ah, ne? Modern Family, Phil Dunphy. Okay, dann haben wir Claire Underwood, House of Cards. Okay, sagt man nix. Also ist Floki Vikings, ne? Yes. Dann haben wir Deborah Morgan und Dexter. So, und dann ist Dale Walking Dead. War das jetzt belastend für mich? Ich kann mich weder bei Westworld noch bei Sherlock an eine Charlotte, an Charlotte erinnern. Aber ich entscheide mich für Westworld. Ich muss jetzt hier den letzten irgendwie reinmachen und ich habe eine 50-50 Chance. Hätte ich auch genommen. Sehr gut. Ich weiß, wer ist denn bei Westworld? Charlotte, habe ich mein vergessen. Elton ist einfach so motiviert auch, muss man sagen. Oh Gott. Gut. Fangen wir an. Heineken. So. Ich habe keine Ahnung, was der Rest ist. Keine Ahnung. Also Carlsberg, klar, habe ich schon mal gehört, aber wo kommt Carlsberg her? Ja, Foster's habe ich auch schon mal gehört. FS. Sahi. Ich nehme mal Asahi Japan. Okay. Oder. Ja. Ja, hoffen wir einfach mal. Ist Carlsberg nicht Belgien? Naja. Foster's ist, glaube ich, Belgien, aber ich war mir auch total unsicher. Dänemark ist Foster's Carlsberg. Ist Australien. Belgien war. Oh Mann, scheiße, noch ein Punkt. Ah! What the fuck? Ja. Ich muss anfangen. Ich muss erstmal mir einen Überblick verschaffen. Prinzess Diana. Vielleicht 68? Nee, 63. What the fuck? Gab es eine 70? Eine 63. 74 habe ich nicht gesehen. Ich dachte, 74. Dann wäre das letzte. Eine 63. Alter, ja genau, ey. Mann, ey, die 30 Sekunden sind noch echt kurz. Ah, okay. Was? Ich muss anfangen. Troja, Ramses Tempel, Heinrich Schliemann, Howard Carter, hier Burkhardt, Borcher. Dao Kam Hing. Ja, die kommt, der hat bitte die Terrakotta-Armee gemacht. Stimmt, das Jawohl. Ist der einzige asiatische Name gewesen. Oh. Ganz viele deutsche Namen und englische Namen und jetzt ganz viele unterschiedliche Sachen. Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist ja jetzt beschissen, so zu verlieren. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Ich sag Howard Carter, Grab von Tutanchamun. Legit keine Ahnung. Läuft. Alter, fick mich hart. Mach doch nicht den, Alter. Boah. Oh. Okay,
Okay, komm, ich nehme Heinrich Schliemann die Bundeslade. Ich habe keine Ahnung. Schade. Alter, was für ein aufregendes Spiel, Alter. Oh ja. Alter, die Bundeslade war die Verarsche, ne? Die Bundeslade wurde nie irgendwie gefunden, glaube ich. Ja. Boah, ey. Das macht einen ganz schön fertig hier, dieses Game. Hätte schon vorbei sein können jetzt. Ja, hätte schon vorbei sein können. Aber ist nicht. Ist nicht vorbei. Jetzt kommt das alles entscheidende Spiel. Wurf-Tic-Tac-Toe. Ihr werft abwechselnd sechs. Oh Gott, Leute, das habe ich letztes Mal auch schon gespielt. Es muss doch hier viel mehr Spiele geben. Was ist das für ein Pech? Ihr werft abwechselnd Säckchen auf eine 3x3 Felder große Spielfläche. Zu Beginn sind alle Felder weiß. Wer ein Feld trifft, färbt dieses in seine Spielfarbe um. Ein einmal eingefärbtes Feld kann nicht mehr umgefärbt werden. Der Spieler, welcher es schafft, drei Felder in einer Reihe, egal ob horizontal, vertikal oder diagonal einzufärben, gewinnt den Durchgang. Schafft niemand eine Dreierreihe, so bekommt auch keiner einen Punkt. Wer als erstes drei Durchgänge gewinnen konnte, gewinnt das Spiel. Und dann halt wieder die Tasten drücken. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, welche Stärke das ist. Ich glaube, ich muss anfangen. Also nehme ich doch mal die Mitte, für mehr oder weniger, und so halb stark. Oh ja. War ein bisschen stark. Ja, Säckchen Team Rot. Aber waren das letztes Mal nicht viel mehr Felder? Ja, das geht nicht. Na gut, okay, das war wohl nicht absichtlich. Oh. Alter. Oh. Das letztes Mal nicht viel mehr Felder. Ich bin gerade total verwirrt. Aber das ist doch ein anderes Spiel. Ja, dann muss man ja erst mal machen. Ja, ich weiß. Na, scheiße, jetzt habe ich mich selber nachgemacht. Scheiße. So. Da hast du mich. Belastend. Alter, was ist gut. Das? Nee, das geht jetzt so aber nicht. Oh. Oh, drüber. Ich bin zu stark, Alter. Das ist auch drüber, glaube ich. Nein, ich hab's! Scheiße. Ja, nice. Oh, auch stark. Stark getroffen. Oh, jetzt müssen wir hier rein. Das ist ein Treffer. Boah, das war auch wieder so knapp, ey. So. Rein nicht zulassen. Ich auch nicht. Eine Scheiße. Okay. Das kann nicht wahr sein. Das war ja fail. Buh, jawohl. Wie niedrig ist unten, ey. Das war ja auch schon fast wieder drüber gerutscht. Okay, krass, ey. Ah, shit.
Ja, meine Taktik war. Also keiner kriegt einen Punkt, dieses Spiel kann unendlich gehen. Das war alles belastend hier. Nur zu weit. Ja, zu weit. Was ja ein Fehlwurf erlaubt, Bram. Ja, aber ich kann mir erlauben. Sicher geworfen. So nämlich. Könnte mein Sieg jetzt sein, wenn ich nicht verkacke? Könnte dein Sieg sein, wenn du nicht verkackst. Also nur dieser Punkt natürlich, logisch. Scheiße. Hart belastend. Hart belastend. Alter Vater, ey. Du triffst aber auch nicht die Mitte, wa? Ja. Oh, nur so ein Mühe, ey. Ja, das ist echt so viel Mühe jedes Mal so. Weiß ich auch nicht, welche das sein könnte. Das Säckchen trifft. Ich hasse diese unteren Dinge, Alter. Warum? Ja, weil ich die nicht so gut kann. Ja, zum Glück. So, jetzt müssen wir mal einen Punkt holen. Ach, also wie kann ich denn das übersehen haben? Das war ja fail. Jawohl. Komplett übersehen. Good job. Danke. Du hast dich verteidigt. Das war schon krass von mir, muss ich sagen. Ja, gute Aktion. Oh, zu weit? Ja. Pfui. Ich weiß jetzt gar nicht, was man jetzt am besten spielt, wenn ich ehrlich bin. Ich bin so taktisch bin ich nicht so am Stissel. Mach aber nochmal in die Mitte. Ah, Peter Smith, ey. Was machst du da? Oh. Pass auf, weißt du was? Ich gehe davon aus, dass du den nicht triffst. Oh, I love it. Aber ich kann jetzt verteidigen und mir den Punkt holen. Oh ja, stimmt. Das ist natürlich belastend. Ich hätte auf die andere Seite schmeißen sollen. Ja, manchmal übersieht man Sachen in diesem Game, wa? Ja, GG. Ja, GG, ey. Das war ja spannend. Leck mich am Arsch, ey. Ja, hier, die Emma, die macht es. Für den Zwiebelschneider! Gibt's jetzt hier eine geile. Was hast du für einen Applaus gehört? Ende. Keiner sagt mehr was. Alter, die ganze Zeit einfach dieses Jingle. Dieser Jingle ist halt das Verkaufsargument, ne? Ist das schlecht? Wie groß auch diese Karten sind. Yes. Keine von den Mundanimation und alles. Ja, hättest du dir anders vorgestellt, ne? Schlag den Star. Das war Schlag den Star, Freunde. Ja, das war richtig. Also, das war cool. Die Spiele waren tatsächlich besser als die Animation. Ja, definitiv. Vielen lieben Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Tschüss.